Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, sehr geehrter Herr Terpe, also wenn Sie auf die Rolle der Länder in dem Zusammenhang eingehen, dann wäre es doch richtig rum gewesen, wenn Sie gesagt hätten, wir hätten uns alle miteinander erwartet, dass sich die Länder endlich mal zu ihrer Aufgabe bekennen, nämlich die Investitionen zu bezahlen. Das ist doch Kern des Problems, das die Krankenhäuser momentan haben, dass sie verdienen müssen, um das auszugleichen, was die Länder nicht bringen. Und Sie vermissen dann angeblich ein Angebot an die Länder. Meine Damen, meine Herren, der Strukturfonds ist dieses Angebot an die Länder. Und da ist spannend, was da kommt. Die einen sagen, wir sind nicht in der Lage, die Hälfte mitzufinanzieren. Und dann gibt es noch ein paar Schlimmere. Hamburg zum Beispiel, die sagen, naja, aber wenn man natürlich da nur Geld bekommt, wenn man seine eigenen Budgets nicht runterfährt, dann ist es ganz schwierig, weil man höre und staune, weil man im Wahlkampf die Budgets künstlich hochgetrieben hat und jetzt wieder auf ein normales Maß zurück muss. Das beschreibt die Situation der Länder an der Stelle. Und da kann der Bund nicht bei jeder Gelegenheit in die Bresche springen. Ich bin es langsam leid, dass wir immer die Aufgaben machen und auch noch finanzieren sollten der Länder. Das wird nicht gehen. Wir waren in der Tat in einer schwierigen Ausgangslage, meine Damen und Herren, nach der ersten Einigung mit den Ländern in einer schwierigen Ausgangslage deshalb, weil die Kritik groß war, Demonstrationen, auch teilweise Diffamierung dessen, was da beschlossen war. Ich denke an diesen Strukturfonds, der als Abwrackprämie herabgewürdigt wurde, was gar nicht so ist. Und in dieser schwierigen Ausgangslage war es wichtig, jetzt wieder zusammenzufinden. Ich nehme in Anspruch, dass wir durch den Pflegepersonalzuschlag dieses Zusammenfinden geschafft haben. 500 Millionen, und ich sage explizit extra, 500 Millionen extra. Denn es gab ein paar, die schon wieder die falsche Rechnung aufgeschlagen haben. Und lassen Sie mich zur Genese Folgendes sagen. Wir hatten die doppelte Degression, die haben wir gestrichen. Und wir hatten als Ausgleich schon in der letzten Legislatur den Versorgungszuschlag beschlossen, die 500 Millionen. Das war das Gegengeschäft damals. Auch den haben wir gestrichen. So ist dieses Thema Personalzuschlag ein neues Thema, neues Geld, 500 Millionen. Ich habe, als wir zu dem Ergebnis gekommen sind, als mir eingefallen ist, man könnte doch die 500 Millionen, die Kernforderung der Deutschen Krankenhausgesellschaft war, auf das Personal beziehen, an das nicht ärztliche Personal gedacht. Aus der SPD vom Kollegen Lauterbach kam der Hinweis, es ist politisch sinnvoller, sich auf das Pflegepersonal zu beziehen. Und insofern ist diese Idee auch gut und richtig, das so zu machen, um klarzustellen, es geht hier um die Pflegequalität, es geht auch darum, Pflegestellen zu schaffen. Es geht aber auch insbesondere darum, meine Damen und Herren, Pflegestellen dauerhaft zu halten. Denn das Spannende an diesen 500 Millionen ist, dass es den Zuschlag pro Krankenhaus nur gibt, wenn man gerade den Pflegebereich nicht als Steinbruch nutzt und in Zukunft da spart an der Stelle. Und das ist ein klares Signal, etwas, was man sich auch leisten muss, meine Damen und Herren. Denn wenn Sie heute mit Pflegekräften, aber auch mit Ärzten reden, dann sagen Sie, dass Sie in einer kritischen Situation sind. Und deshalb reagieren wir richtig über das Hygieneförderprogramm, 100 Millionen, über den Pflegestellenförderprogramm, 660 Millionen für neue Stellen. Und dank der Initiative unseres Berichterstatters Lothar Riebsamen auch dadurch, dass wir einen heftigen Ausgleich für die Tarifanpassungen machen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass wir Tarifsteigerungen in Zukunft finanzieren. Und es ist allemal besser, meine Damen und Herren, als ein fester Pflegeschlüssel. Das wäre nicht nur Planwirtschaft, sondern es ist auch deshalb nicht zielführend, weil es eine individuelle Frage ist. Es hängt doch von den Krankenhausstrukturen ab, von den Patienten hängt es ab, von der Erfahrung der Pflege vor Ort hängt es ab, wie viel Pflege man an welcher Stelle auch braucht. Und deshalb glaube ich, dass es schwierig ist, das zentral von hier aus zu machen. Lassen Sie mich auch noch was zum Thema Notfallversorgung sagen. Ja, das ist ein Problem. Zum einen gehen die Patienten ganz gern direkt zum Krankenhaus, zum anderen gibt es aber auch hier und da Ärzte, die sagen, am Wochenende und nachts sehen wir das nicht so ganz so gern, die Notfallversorgung wahrzunehmen, geht direkt ans Krankenhaus. Deshalb haben wir hier einen
Lösungsversuch, der zum einen darauf baut, dass wir die Investitionskostenabschlag streichen, 75 Millionen, auf der anderen Seite aber auf das Thema Selbstverwaltung setzt. Die müssen sich jetzt einigen. Im Dreiecksverhältnis ist es nicht ganz einfach. Ich gebe zu, ich hätte mir persönlich auch ein zweiseitiges Verhältnis vorstellen können. Aber eines lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Ja, dass jetzt die Kassenärztliche Bundesvereinigung durch die Lande zieht, das als abqualifiziert in einer bemerkenswerten Art und Weise. Vielleicht haben die Herrschaften, meine Damen und Herren, Grund, von sich selber abzulenken. Die sollen über die Patientenversorgung nachdenken und nicht über die Eigenversorgung. In diesem Sinne, schönen Tag, gute Beratung. Nächster Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Marina Kermer, SPD-Fraktion.